Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Am Mikro wie immer euer Eduard. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Die UFC haut diese Woche eine nach dem anderen raus. Nachdem diese Woche bereits bekannt gegeben wurde, dass Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson für den 18. April stehen soll, gibt es nun die nächsten dicken News. Das Comeback von Conor McGregor soll nun feststehen. UFC-Präsident Dana White bestätigt ESPN gegenüber, dass Conor nun seinen Vertrag unterzeichnet hat für den Kampf gegen Cowboy Donald Cerrone. Bei der UFC 246 am 18. Januar werden beide in Las Vegas den Hauptkampf bestreiten. Und für Conor wird dies der erste Kampf seit seiner Niederlage im Oktober 2018 gegen Khabib Nurmagomedov sein. Dieser Kampf wird für Conor natürlich eine Must-Win-Aufgabe, denn zuletzt lief es für ihn ja nicht besonders toll. McGregor stand in den letzten 3 Jahren kaum im Käfig. Seinen letzten Sieg feierte er 2016 gegen Eddie Alvarez. Danach absolvierte er ja einen Boxkampf gegen Floyd Mayweather Jr., wo er verlor. Und zuletzt dann natürlich seine Niederlage gegen Nurmagomedov. Sein Kontrahent Donald Cerrone auf der anderen Seite war in diesem Jahr wirklich aktiv. 2 Siege gegen Alexander Hernandez und El La Quinta. Und zuletzt dann 2 Niederlagen gegen Tony Ferguson und Justin Gaethje. Überraschenderweise findet der Kampf nicht im Leichtgewicht, wo beide zuletzt gekämpft haben, sondern im Weltergewicht statt. Beide Kämpfer haben jedoch bereits in der Vergangenheit auch im Weltergewicht gekämpft. Conor McGregor ja 2-mal gegen Nate Diaz. Und Cerrone hat ja zwischen dem Jahr 2016 und 2018 einige Kämpfe in dieser Gewichtsklasse bestritten. Ich bin wirklich gespannt, ob Conor McGregor seine Karriere wiederbeleben kann. Ein Sieg ist in diesem Kampf ein Muss für den 31-jährigen Iren. Immerhin wollte er ja einen Rückkampf gegen Khabib in Moskau und deshalb darf er sich keinen Patzer gegen den 36 Jahre alten Cerrone erlauben. Wenn ich ehrlich bin, bin ich wirklich skeptisch, was das Thema Rückkampf gegen Khabib angeht. Und auch allgemein weiß ich nicht, ob Conor noch zu 100% mit ganzer Leidenschaft bei der Sache ist. Wir werden es schon sehr bald herausfinden. Auf Khabib vs. Ferguson freue ich mich ebenfalls enorm. Ich hoffe, dass dieses Mal beim 5. Mal alles klappt. Also wirklich, wirklich kann ich mich erst dann freuen, wenn beide im Käfig stehen. Das war es soweit von mir zu diesem Thema. Schreibt mir natürlich wie immer eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von McGregors Comeback? Kann er nochmal nach dem Titel greifen und sich bei Khabib revanchieren? Like das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und damit bis zum nächsten Mal.